Komplikationsmöglichkeiten beim Facelift, das ist das Thema unseres heutigen Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth, ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxis hier in Salzburg. Herzlichen Dank, dass Sie unsere Videos auch zum Facelift gerne kommentieren. Einer der neuesten Kommentare ist: Super Ergebnis, in ein paar Jahren möchte ich so ein Lifting auch machen lassen. Mein Problem ist nur die Auszeit, bis man wieder gesellschaftsfähig ist. Da brauche ich noch eine Lösung. Ich habe darauf geantwortet: Danke, das wäre ja kein Problem, man kann ja auch einmal verkühlt sein. Zu den Komplikationsmöglichkeiten beim Facelift. Mit der Facelift-Technik haben wir ein sehr, sehr sicheres Mittel, Altersveränderungen im Gesicht zu korrigieren. Es ist die Königsdisziplin in der ästhetischen plastischen Chirurgie und damit nichts passiert, erkläre ich Ihnen, welche Komplikationsmöglichkeiten es gibt und wie man sie vermeidet. Als erstes und relativ am häufigsten gibt es die Möglichkeit einer Nachblutung. Eine Nachblutung ist so, dass am Ende der Operation habe ich alle Blutgefäße blutgestillt und es ist trocken am Ende der Operation. Aber es kann im Schnitt nach ungefähr 6 Stunden soweit sein, dass irgendwo wie ein Gartenschlauch, der irgendwo einmal ein Loch bekommt, ein kleines Blutgefäß zu bluten beginnt. Das könnte sein, dass der Blutdruck sich erhöht hat oder es ist eben so, dass man sich zu sehr bewegt, man muss aber nicht sehr aufpassen. Meine Patienten sind deshalb auch in dieser Zeit in der Privatklinik, dort sind sie bestens überwacht. Und dann ist es so, dass man noch einmal in den Operationssaal fahren muss und dieses Blutgefäß stillen muss. Das ist eine kleine Nachoperation, die bei den Patienten nie verrechnet wird. Einfach deshalb, weil man ja nicht weiß, ob man das bekommt oder nicht. Und damit man das vermeidet, eine Nachblutung, sollte man vorher kein Aspirin oder Thromboas nehmen in der letzten Woche. Wenn man antikoaguliert ist, also blutverdünnt ist, dann sollte man das umstellen auf Injektionen, die eine Blutgerinnung verhindern, aber nicht eine Nachblutung provozieren können. Ansonsten gibt es die Möglichkeit einer Infektion. Ich habe jetzt seit 30 Jahren ungefähr 3000 Facelifts gemacht und Gott sei Dank in keinem Fall eine schwere Infektion erlebt. Das ist aber nicht ein Zufall, sondern ich operiere nur in hochsterilen Operationssälen. Mein Operationsteam ist da ausgezeichnet in der Hygiene. Es werden die Haare gewaschen, es wird perfekt abgedeckt. Sie sehen das auch in unseren Operationsvideos, dass alles sehr steril abläuft. Und da ist es auch ein Kriterium. Die Patienten bekommen vorher auch noch eine antibiotische Abschirmung für den Operationszeitpunkt. Wundheilungsstörungen. Wundheilungsstörungen würden sich äußern hauptsächlich hinter dem Ohr, wenn die Haut sehr dünn ist und hier anliegt. Da kann es durchaus einmal sein, dass hier eine leichte Wundheilungsstörung vorliegt. Das äußert sich daran, dass man hier etwas länger eine Kruste hat und diese Kruste fällt dann ab, wenn die Haut sich nachgebildet hat. Damit es zu keinen schwereren Wundheilungsstörungen kommt, sollte man auf alle Fälle aufs Rauchen verzichten, 14 Tage vor der Operation und bis 14 Tage nachher, weil natürlich das Rauchen die Blutgefäße verengt und deshalb eine Wundheilungsstörung häufiger vorkommen könnte. Obwohl ich sehr viele Raucherinnen auch schon operiert habe, ist es trotzdem eine sehr, sehr seltene Komplikation gewesen. Nervenverletzungen. Jeder hat natürlich Angst, dass eine Nervenverletzung beim Facelift passieren würde. Diese Angst ist eigentlich unbegründet. Es gibt extrem selten, wenn man Lokalanästhesie einspritzt, dass einfach einmal die Mundbewegung ein bisschen eingeschränkt ist, wie ungefähr nach dem Zahnarzt. Das regeneriert sich üblicherweise in einem Zeitraum von 6 bis 8 Wochen, manchmal dauert es ein bisschen länger. Die großen Gesichtsnerven vermeidet man, da wird nicht operiert, sondern es wird die Präparation der Haut wird einfach oberhalb dieser Gesichtsnerven durchgeführt, sodass man daher keine Angst haben braucht. Was gibt es jetzt normal an Nachteilen beim Facelift? In der ersten Zeit ist die Schwellung. Die Schwellung im Gesichtsbereich hält einige Monate an. Auch beim Hals gibt es so eine festere Unterhaut. Die Unterhaut mit der Haut verbindet sich am Anfang fest und wird erst dann wieder locker. Und ein weiterer Nachteil wären dann natürlich
Narben. Die Narben, da gibt es ein eigenes Video von uns. Ich vermeide auffällige Narben, indem ich einfach intrakutan nähe, das heißt in der Haut verlaufend, ohne Stichkanäle. Die Narben werden auch so gelegt, dass sie kaum auffällig sein können, aber da ist es eben so, dass wir ein eigenes Video gedreht haben. Generell ist das Facelift eine hervorragende Möglichkeit, Gesichtsalterung in natürlicher Weise zu reduzieren und auch ein schönes Ergebnis zu bekommen. Aber ein bisschen ein Risiko gibt es überall. Beim Facelift ist das Risiko sehr, sehr gering. Aus meiner Sicht wesentlich geringer als bei vielen Unterspritzungstechniken, wo man, wenn man zu viel unterspritzt, einfach ein Polstergesicht hat. Beim Facelift wird das Gesicht, die Gesichtsform ja betont und nicht nur aufgeblasen. Wir haben mit dem Fächer-Facelift eine hervorragende Möglichkeit, ein natürliches, hübsches, frisches Aussehen langfristig zu erhalten bei sehr geringen Komplikationsmöglichkeiten. Vielen Dank, wenn Sie unsere Videos kommentieren, liken, abonnieren und offene Fragen stellen. Liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth. Musik